Meine Damen und Herren, lieber Hanno Löwe, vielen Dank für die Einführung und natürlich auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen und wie jedes Ereignis nehme ich das Ereignis, dass ich hier heute bei Ihnen dabei sein kann, hat dieses Ereignis eine Geschichte bzw. eine Vorgeschichte, um nicht zu sagen, jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte, das liegt fast auf der Hand. Und wenn man von der Vorgeschichte redet, dann meinen Historiker sofort, das müsste etwas irgendwie mit der Ur- und Frühgeschichte überhaupt der Menschheit zu tun haben, aber das ist nicht der Fall. Es geht um eine kleine Vorgeschichte mit großen Folgen, jedenfalls die Folge, dass ich heute hier bin. Nebst der Einladung gab es eben diese Vorgeschichte, nämlich, dass meine kleine Tochter, 12-jährig, vor einem knappen Jahr zu mir kam, mit einem Buch, das sie in der Klasse vorzustellen gedachte. Ich schaute mir dieses Buch an und ich dachte, mit Sicherheit hat der Titel sie dazu verführt, dazu gebracht, sie heißt nämlich Rosa, dieses Buch vorzustellen. Und ich stellte fest, dass dies ein hochinteressantes Buch ist. Vielleicht geht es weit über den Horizont dieses Kindes hinaus. Aber nein, es stellte sich heraus, sie hatte sich darin festgelesen. Und wir haben gemeinsam dieses Buch dann Revue passieren lassen, gelesen, interpretiert, erzählt. Es ist das Buch von Michael Köhlmeier und Monika Helfer, Rosi und der Urgroßvater, die die Geschichte von Hohen Elms in die Welt brachte. Also gehört meine Anwesenheit durchaus auch zu jenem Buch Rosi und der Urgroßvater, zumal ich der Vater des Kindes bin. Meine Damen und Herren, der heutige Vortrag anlässlich der 400 Jahre seit der Aushändigung des Schutzbriefes an die Juden seitens des Reichsgrafen Caspar von Hohen Ems. Die Geschichte dieses Schutzbriefes zu erzählen, obliegt eher, würde ich sagen, den vorzüglichen, den besten ausgewiesenen Lokal-, Regional- und Landeshistoriker von Vorarlberg bzw. von Hohen Ems, von denen ich sehr viel gelernt habe. Meine Aufgabe wird heute sein, eher aus der Vogelperspektive mit einem Weitwinkel jene Geschichte aufzunehmen und sie über den Ort hinauszutragen und sie wieder ihm zuzuführen. Es geht im Wesentlichen um die Geschichte der Emanzipation der Juden, recht eigentlich eine Geschichte, die später anhebt. Es geht um die höchst ambivalente Durchsetzung des Prinzips der Gleichheit und ihrer Verwerfungen. Für die Geschichte der Gleichheit und ihrer Verwerfungen sind die Juden gleichsam signifikant. Sie sind so etwas und ihre Geschichte wie eine Sonde jener Geschichte der Moderne und der Emanzipation und Europa, aber auch für die Dialektik der Gleichheit, über die ich berichten werde. Aber zuvor möchte ich eine Metapher in Stellung bringen. Eine Metapher, die uns durch die Geschichte führen wird. Und vielleicht ganz zum Schluss wird jener Kreis geschlossen werden, den ich mit ihr eröffne. Die Metapher ist eine Metapher der Geometrie, aber ihre Aussagekraft reicht weit. Es geht um das Verhältnis, und Sie werden verstehen, es geht um das Verhältnis des ungeschützten Punktes zur machtgestützten Fläche. Der ungeschützte Punkt ist die jüdische Existenz. Und die machtgestützte Fläche ist die nicht-jüdische Umgebung. Und das Verhältnis zwischen beiden, das, was sich zwischen dem ungeschützten Punkt und der machtgestützten Fläche abspielt,
ist die eigentliche Geschichte. Der Schutzbrief von 1617 von Graf Caspar von Ems am 1. Juli vor 400 Jahren ausgestellt, war jener Schutz und Schirm, der jenem ungeschützten Punkt dargeboten wurde. Eine Geschichte, die natürlich wiederum eine Vorgeschichte hat, nämlich die Rolle der Juden in der europäischen Gesellschaft in jener Zeit. Die Juden, und vor allem die Landjuden, mit denen wir es zu tun haben werden, die Landjuden im süddeutschen Raum, aber nicht nur dort, waren recht eigentlich eine städtische Bevölkerung gewesen. Eine städtische Bevölkerung, die im Verlaufe des 14. und 15. Jahrhunderts aus ihren angestammten urbanen Zentren vertrieben worden war. Und von ihrer Vertreibung an und ihrer Ansiedlung auf dem Land, deswegen auch der Begriff der Landjuden, der natürlich ein historischer Begriff, sozusagen nachgereicht, wurden sie zu Vermittlern. Ihre Kenntnisse, ihre Fertigkeiten, ihr Habitus prädestinierte sie, die Vermittler zwischen Stadt und Land oder genauer, wenn wir auf die entsprechenden Güter schauen, die Vermittler zwischen den Agrarprodukten und den Manufakturwaren zu werden. Das war eine wichtige Funktion. Eine Funktion, die über Jahrhunderte in gewisser Weise abschätzig behandelt wurde, zudem noch antijüdisch aufgeladen war, aber letztendlich eine Funktion, ohne die die damals spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Gesellschaft kaum existieren konnte. Die negativen Erklärungen, die den Handel betreffen, vor allem auch nachgeschoben in der ökonomischen Theorie der Physiokraten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wiesen dem Handel eine parasitäre Bedeutung zu, als habe er keine Funktion, weil er nicht sozusagen die Wertschöpfung aus dem Boden hervorbringt. Aber wir wissen, dass ohne Vermittlung und ohne Handel jene Wertschöpfungskette nicht denkbar gewesen wäre. Insofern war es eine Selbstverständlichkeit, eine Notwendigkeit, dass der Reichsgraf Caspar, der auch über ein Marktprivileg verfügte in Ems, die Juden einlud, sich hier anzusiedeln. Hanno Löwy hat schon die wesentlichen Punkte benannt. Die Ansiedlung sollte letztendlich die Prosperität dieses Ortes und letztendlich auch die Autorität des Grafen stärken, seine Territorialherrschaft. Es waren also Einladungen, die an die Juden ergingen, was uns in irgendeiner Weise doch deutlich macht, dass die Juden eine Verhandlungsposition bzw. eine Verhandlungsmacht hatten, dass darüber gesprochen, darüber verhandelt wurde, unter welchen Bedingungen die Juden angesiedelt werden. Insofern waren die Juden nicht so hilflos und so rechtlos, wie es scheint. Indes waren sie selbstverständlich der schwächere Part jener Deliberationen gewesen. Das Interessante an der Geschichte, ohne sie weiter auszuführen in diesem Zusammenhang, war, dass wir mit einem interessanten Phänomen konfrontiert sind, jedenfalls als Historiker mit einem interessanten Phänomen insofern konfrontiert sind, als wir feststellen, dass sich so etwas wie ein Reigen abspielte von unserem ikonischen Jahr 1617 bis etwa, und ich werde auf diese Zeit noch zu sprechen kommen,
bis zum Übergang der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Reigen ständiger Wiederkehr des Immergleichen, nämlich die Verleihung eines Schutzbriefes, dann wiederum, wie es in der damaligen Sprache hieß, die Abschaffung der Juden, also ihre Vertreibung, und wieder ihre Einladung. Ein erster Schutzbrief, ein zweiter Schutzbrief im Jahre 1648, ein dritter Schutzbrief im Jahre 1657. Und merkwürdiges, für den Historiker unerklärliches Verhalten, etwa das Verhalten des Grafen Franz Karl aus dem Jahre 1676, der nach dem Tode seines Vaters den Schutzbrief bestätigt, aber gleich im selben Jahr die Juden zu Pfingsten verjagte. Die Gründe sind nicht überliefert, wie der große Historiker von Hohen Ems, Aaron Tänzer, in seiner fundamentalen Studie aus dem Jahre 1905 uns überliefert. Der Druck mochte, und das ist ein Strukturelement, insofern erwähne ich es, vielleicht nicht kausal, was das Verhalten des Grafen Franz Karl im Jahre 1676 angeht, aber grundlegend, und das ist ein Strukturelement, das für uns weiter wichtig sein wird, waren es vornehmlich die Landstände, die Kooperation in Vorarlberg, die ständigen Druck ausübten, um sich der Juden zu entledigen. Wir wissen, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, leben wir in einer Ständegesellschaft. Kooperation, es ist eine Versäulung, die gleichsam die Gesellschaft organisiert oder in der die Gesellschaft organisiert ist. Und die Juden waren ein außerkooperatives Element. Ein wichtiges außerkooperatives Element, wir werden sehen, und insofern sind sie auch so etwas wie die Pioniere der Moderne, dessen, was man später als die bürgerliche Gesellschaft bezeichnet. Die Feindschaft, die Feindseligkeit der Landstände war insofern strukturell verständlich gewesen. Der Reigen jener ständigen Wiederholung, von der die Rede ist, endet auf eine geradezu, ja, natürlichen Weise. Im Jahre 1759, wir werden die Zeit noch mal ausleuchten, eine äußerst bedeutende Zeit, nicht nur was Vorarlberg angeht und was die Monarchie, die Habsburger Monarchie betrifft, sondern Europa als Ganzes. Sie endet gleichsam, wie gesagt, natürlich als mit dem Reichsgrafen Franz Wilhelm III. Die männliche Linie der Dynastie endet. Es heißt, das Geschlecht von Ems sei erloschen. Die Folge jenes zum Abschluss gekommenen Prozesses der Legitimität der Reichsgrafen ist von hohem Interesse. Denn das Territorium fällt als Reichslehen an den Kaiser zurück. Es ist so etwas wie ein epochaler Übergang. Wie gesagt, die männliche Linie kommt an ihr Ende. Aber wir werden gleich sehen, dass die zeitliche Umgebung auch auf ein gewisses Ende einer Entwicklung zusteuert, die ich mit der Wiederkehr jener Kreisbewegung bezeichnet habe. Denn, obwohl es einen neuen Schutzbrief gibt, 1769, der die Lebensbedingungen der Juden nicht gerade verbessert, ist dieser Wandel erkennbar. Er weist nämlich, und ich darf mich jetzt geschichtsphilosophisch ausdrücken, dass jener und mittels einer geometrischen Figur, dass jener Kreis,
der Schutzbriefen, des Schutzes, der Vertreibung, der Wiedereinladung, eines neuerlichen Schutzbriefes, einer neuerlichen Vertreibung sich verwandelt, und erlauben Sie mir, dieses Wort zur Geltung zu bringen, in Richtung einer in die Zukunft gerichteten Linie. Das, was die Aufklärung, und wir befinden uns in jener Zeit der Aufklärung, was die Aufklärung und auch jetzt wiederum geschichtsphilosophisch gesprochen mit dem Begriff des Telos, also eines historischen Ziels, in Verbindung bringt. Kein Kreis, sondern ein Ziel. Dieses Ziel füllt sich langsam auf mit Vorstellungen über Fortschritt, über Veränderung. Um das Wort aufzunehmen, das ich anfangs benutzt habe, um Emanzipation. Es gibt einen Erwartungshorizont, der in der Zukunft liegt. Dies erfolgt in jenen Jahren und Jahrzehnten, die wiederum auf ein natürliches Ereignis stoßen bzw. von ihm nochmal befördert werden, nämlich, und wir nähern uns gleichsam jenen entscheidenden Wendejahren, dem Ableben der Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1780 und der Thronbesteigung durch ihren Sohn Josef II. Der Name Josef II. Ist nicht nur in diesen Landen, sondern weit darüber hinaus und vor allem im Kontext der jüdischen Geschichte mit einem wichtigen Gesetzesakt verbunden. Nämlich am 16. Mai 1781, und das ist die ikonische Jahreszahl, 1781, nämlich die Veröffentlichung des Toleranzpatents. Das Toleranzpatent, ich möchte Sie damit jetzt nicht langweilen, hat unterschiedliche Aspekte. Sicherlich ein wesentliches Aspekt, Toleranz, auch vor allem gegenüber den Protestanten im Rahmen des Habsburgischen Reiches. Aber es steht auch mit einem anderen Ereignis in Verbindung. Ein Ereignis, das auch die Lage der Juden in Hohenems fundamental verändern wird. Nämlich mit einem Ereignis, das uns heute vielleicht wenig sagt, aber in der damaligen Zeit von einer gewaltigen politischen Bedeutung gewesen ist, nämlich der im Jahre 1772 erfolgenden ersten Teilung Polens. Sie wissen, Polen ist mehrfach geteilt worden. Die ersten drei Teilungen erfolgten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, also in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Und die Teilung Polens, das im Übrigen nur eine Erwähnung am Rande, die Teilung Polens, Polen wird geteilt durch in erster Linie Russland, Preußen, an dritter Stelle, ich werde das gleich erklären, Österreich, hängt damit zusammen, denn Polen war ein gewaltiges Reich gewesen, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Polen, Litauen vorher, eine gewaltige Macht. Aber sie war, und erlauben Sie mir diesen Einschub zur Erklärung des Folgenden, sie war im Unterschied zu ihren sie teilenden Mächten eine vormoderne Macht gewesen. Sogenannte Adelsrepublik, ein Wahlkönigtum. Und die Wahl des Königs war ein schwieriges Moment, denn der Adel hatte das Recht des Liberum Veto, das heißt, jeder Adlige konnte die Entscheidung der Mehrheit zum Einsturz bringen. Und damit hatten die Mächte von außen und vor allem das Zarentum in Russland Eingriffsmöglichkeiten in die polnische Politik. Und was hier erwähnenswert ist, des Weiteren, Polen beherbergte die größte jüdische Bevölkerung Europas. Die Juden waren in Polen eine regelrechte Kooperation gewesen, mit Rechten, mit einem eigenen Gerichtswesen, mit einer eigenen Gemeindeverwaltung.
Die Rabbiner waren die Richter gewesen. Und sie hatten sogar eine Vertretung, nämlich dem sogenannten Vierländerrat. Warum das so war? Weil die polnischen Könige einen kollektiven Vertreter für die von ihnen erwartete Kopfsteuer benötigten. Es war vormodern im Unterschied zu den sich modernisierenden Mächten Preußen, Russland und Österreich, die über eine zentrale, zentralistische Bürokratie zu verfügen begannen und ein stehendes Heer hatten. Mit Polen zerbrach eine vormoderne Macht. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Auf den ersten Blick wenig, bei näherem Hinsehen sehr viel. Denn mit der Teilung Polens verfügten nun die drei Mächte, die drei schwarzen Adler, wie man sie nannte, über eine Anzahl von Juden, die sie vorher nicht kannten. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen mit Zahlen, aber allein der Hinweis auf die österreichische Situation, dass mit Galizien und dann auch der Bukowina sich die jüdische Bevölkerung um ungefähr 250.000 Seelen erweitert hat. Und auch die Annexion jener Gebiete, die dann zu Kronländern wurden, die Annexion dieser Gebiete bedeuteten eine Herausforderung der Modernisierung. Das war eines der wesentlichen Elemente der josephinischen Reform gewesen. Ohne in die Einzelheiten zu gehen, Schulbildung, Normalschulen in deutscher Sprache, damit wird Deutsch zunehmend für die Juden Mittel- und Ostmitteleuropas zu einer jüdischen Sprache. Hebräisch wird in die Synagoge verbannt bzw. auf den Gottesdienst beschränkt. Die Geschäftsbücher sind nunmehr in deutscher Sprache zu führen. Früher in Hebräisch oder Jiddisch mit hebräischen Lettern, die sozusagen einer Kontrolle sich entzogen, so war jedenfalls die Vermutung. Es war ein Modernisierungsprozess. Aber er war nicht verbunden mit Gleichheit. Die Gleichheit war verkündet worden von den Philosophen. Es gab Debatten, auch interessanterweise, sicherlich dem Zufall geschuldet, aber im Rückblick ist es ein Ausdruck derselben Tendenz. 1781, in demselben Jahr der josephinischen Reformen, das bedeutende Buch über die bürgerliche Verbesserung der Juden von Christian Konrad Wilhelm Dohm, der im Übrigen in Wien geboren, aber ein preußischer Diplomat und Reformer gewesen ist. Bürgerliche Verbesserung der Juden, und ich füge hinzu, was vielfach in der Historiografie übersehen wird, der Juden und der Frauen. Nicht der jüdischen Frauen, der Frauen. Verbesserung. Die Verbesserung war, um einen Begriff der Gegenwart zu benutzen, eine Anpassung, eine Modernisierung an die neuen Verhältnisse, die zunehmend sich in der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft niederschlugen. Das war das eine. Ergebnis, das Folgen, und ich komme noch darauf zu sprechen, in Hohenems haben sollte. Das zweite, wenige Jahre darauf. Nicht unbedingt kausal, aber letztendlich doch Ausdruck derselben historischen Tendenz. Sie wissen schon, was ich meine. Die Französische Revolution. 1789. Wir befinden uns sozusagen im selben historischen Zusammenhang. Und wir wissen, dass ganz anders als die Reformen Josefs II. Die Französische Revolution im Jahre 1791 den Juden die Bürgerrechte verliehen hatte, also Gleichheit. Aber das hat alles seine Grenzen. Die berühmte Rede in der französischen Nationalversammlung im Dezember 1789,
des Fürsten, aber Revolutionärs, Stanislas Clermont-Tonnerre, der den berühmten Satz zum Ausdruck brachte, den Juden als Bürger, also Individuum, alles, als Nation nichts. Unter Nation ist hier Kooperation zu verstehen. Nicht Nation im modernen Sinne, sondern als Kollektivgruppe auf der Grundlage von Privilegien. Es bedeutete keine Privilegien mehr, alle sind gleich vor dem Gesetz. Das war sozusagen die revolutionäre Antwort auf jene Veränderungen, die in jener zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor sich gegangen waren. Hohenems wird von der Französischen Revolution erreicht. Nicht im Sinne der Revolutionsheere, sondern in ihrer napoleonisch moderierten Weise. Napoleon zähmt die Revolution, aber er verbreitet, wenn man so will, ihre bürgerlichen Errungenschaften europaweit. Und wenn vorhin von Europa die Rede war, will ich nur hinzufügen, Europa ist, soweit der napoleonische Code Civil, also das bürgerliche Recht, Verbreitung fand. Das ist eines der großen Probleme. Entschuldigen Sie diesen Hinweis, dass Napoleon vor Moskau die Niederlage erlitten hat. Deswegen ist das mit der Vertragsgewissheit immer so ein Problem. Ja, ohne eine tiefe sozusagen Verwurzelung des bürgerlichen Gesetzbuches ist dann schwierig, Handel und Wandel zu betreiben. Wie auch immer, in welcher Gestalt erreicht die moderierten Folgen der Französischen Revolution Vorarlberg und damit auch Hohenems in diesem Zusammenhang? Ohne jetzt auf die politischen Komplikationen und Vorgänge der napoleonischen Kriege einzugehen, reicht es völlig aus, dass dies in Gestalt der bayerischen Herrschaft sich hier niederschlug. Das Königreich Bayern war ein Bündnispartner Napoleons gewesen und wurde entsprechend auf Kosten der Habsburger entsprechend belohnt. Das heißt, bayerische Herrschaft zwischen 1805 und 1814. Mit dem Höhepunkt jenes Edikts von 1813, das ein weiteres Datum in der Geschichte Hohenems ist, ein Datum von Bedeutung, auf das man sich bezieht, aber höchst ambivalent. Die Juden sind keine Schutzbefohlenen mehr, sondern Untertanen des Königs. Das ist eine bessere Rechtsposition, aber Beschränkungen, vielerlei Beschränkungen, vielleicht die bekannteste, bedeutendste, und ich möchte keine Eulen nach Athen tragen oder jedenfalls den Hohenemsern nichts über Hohenems erzählen, nämlich die Heiratsbeschränkungen, die eingeführt wurden. Normalzahl hieß es, Normalzahl 90 Familien. Darüber hinaus wurden keine Heiratserlaubnisse gewährt. Aber auch der Versuch, der zaghafte Versuch, nach dem Ende der Kooperation, auch im Übrigen der Landstände, die abgeschafft wurden, ein ganz wichtiges Moment in Vorbereitung der bürgerlichen Gesellschaft oder, um es wiederum in meiner Lieblingsmetapher der Geometrie zum Ausdruck zu bringen, dass die vorherige Ordnung der Versäulung, ja, der Versäulung, senkrechten Versäulung, jetzt nunmehr eine horizontale Tendenz in der Gesellschaft, der Ordnung der Gesellschaft eingeführt wurde, nämlich der Gleichheit. Die Menschen blicken jetzt nach links und rechts, um sich zu vergleichen. Davon wird noch die Rede sein. Also der Versuch, jene neue Ordnung auch einzuführen, im Edikt, im Paragraphen 22 zum Beispiel, in dem die Gemeinde Hohenems aufgefordert wird, beziehungsweise
es dekretiert wird, dass die jüdische und die christliche Gemeinde nunmehr zusammen eine Gemeinde stellen sollen, scheitert. Aber das ist ein Versuch. Aber das Scheitern jener durch die Französische Revolution einerseits und durch die josephinischen Reformen andererseits gleichsam die Veränderungen beschleunigenden Vorgänge lassen sich auch in Frankreich erkennen. Auch in Frankreich war jene Entscheidung aus dem Jahre 1791, die Juden als Bürger, gleiche Bürger anzusehen, nicht letztendlich erfolgreich gewesen. Im Jahre 1808, genau jener Phase der bayerischen Herrschaft hier, Einschränkungen für die Juden im Elsass, der sogenannte napoleonische Dekret infame, Einschränkungen, was ihre Bürgerrechte und auch was ihre Mobilität angeht. Und weitere Entwicklungen, die mit den Veränderungen durch die napoleonischen Kriege und durch das Code Civil in der Region eingeleitet werden und sich in Gewalt gegen Juden niederschlägt, etwa im Jahre 1809 in Tirol, in Innsbruck. Gewalt gegen Juden im Zuge, ja, ich benutze jenen Begriff, der auch weiter nördlich im linksrheinischen Bereich in Deutschland gang und gäbe war, nämlich der Säkularisierung, nämlich der staatlichen Aufhebung der Klöster und des Kirchenbesitzes. Und Juden kommen, ist zwar nur ein Bruchteil des Ganzen, kommen in Besitz jenes angebotenen Kirchengutes und werden dann aufgrund einer katholischen Reaktion, die auch mit dem Namen Andreas Hofer in Verbindung steht, letztendlich wird gegen sie Gewalt ausgeübt. Der Höhepunkt jener Ereignisse zwischen josephinischen Reformen, französischer Revolution, napoleonischen Kriegen und Wiener Kongress 1814-15 ist ein Ereignis, von dem ich meine, dass er von allerhöchster Aussagekraft ist. Es ist im Prinzip eine völlig abseitige Begebenheit. Aber meines Erachtens bietet sie sich an, mittels ihrer Ausdeutung auf das Fundamentale jener beschränkten Emanzipation der Juden zu verweisen. Die meisten von Ihnen werden die Geschichte kennen. Sie ist, wie gesagt, ikonisch. 11. März 1811, ein bisschen genau in jenen Jahren, ein Purimball in Hohenems, begangen von Christen und Juden, was auf vielerlei Gemeinsamkeiten verweist. Die Einzelheiten sind wunderbar dargelegt in jener, man könnte sagen, in den wunderbaren historischen Pressespiegel, den Hanno Löwy herausgegeben hat und der Ihnen zur Verfügung steht, wunderbar dargestellt, dass sich Juden, und ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten an, sondern werde mich auf die Ausdeutung dann beschränken, dass wie auch immer sich Juden oder ein Jude entschieden hat, die Einzelheit ist nicht so wichtig, ich betone jetzt, als Amtsperson zu verkleiden, als bayerische Amtsperson, als königlich bayerische Amtsperson zu verkleiden, entsprechend uniformiert und ausgewiesen. Es ging meinen Forstbeamten, was ja keine unwesentliche Tätigkeit ist, genau wenn wir wissen, was die Bedeutung des Waldes im Verhältnis zu den Juden ist, dann begreifen wir, dass es sich wahrscheinlich um eine doppelte Provokation handelte. Diese zu Purim, also zum jüdischen Fasching, sich als bayerischer, königbayerischer Amtsträger verkleidende Jude, dass sein Auftritt, und jetzt kommt das entscheidende Wort, von der christlichen Umgebung als unerträglich angesehen wurde.
unerträglich, weil das, was er sozusagen insinuierte, suggerierte, sozusagen in Spott und in der Verkleidung zum Ausdruck brachte, war letztendlich ein Erwartungshorizont der Emanzipation gewesen. Nämlich auch als Vertreter der Staatsmacht aufzutreten. Das war zu viel. Und es führte zu Tätigkeiten, die dann später auch gerichtsanhängig wurden. Was wird damit zum Ausdruck gebracht? Um was geht es hier eigentlich? Es geht um eines der bedeutendsten Debatten jener Jahre, die genau um diese Zeit beginnt. Die Vorbereitung hatte ich bereits erwähnt, das Buch über die Verbesserung der Juden, es gab Reaktionen darauf und wiederum Schriften und Flugschriften. Und natürlich die napoleonischen Kriege, Napoleon, wenn man so will, befreite die Juden. Seine Artillerie zerstäubte geradezu die Ghettomauern. Es wurde in der Tat als eine Befreiung empfunden. Natürlich trat sie auf in französischen Farben beziehungsweise in französischen Stiefeln. Aber das ist eine andere Geschichte, die mit den Befreiungskriegen in Verbindung steht. Entscheidend für uns in diesem Zusammenhang ist was anderes. Solange die Juden als Vertreter von Handel, als Vertreter des Kommerzes, als Kreditgeber, als Vermittler zwischen Stadt und Land angesehen wurden, jetzt kommt das Wort, wurden sie geduldet, weil diese Tätigkeit notwendig war. Aber diese bürgerliche, ich habe mich fast versprochen, aber diese Tätigkeiten verallgemeinerten sich weit über die Juden hinaus. Sie wurden zu dem, was wir gemeinhin unter der bürgerlichen Gesellschaft verstehen. Das Ökonomische, das Private in den Bereich, nur ein Bereich durfte nicht davon berührt werden oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Sphäre des Staates. Der Staat wurde als christlicher Staat verstanden. Und der Staat hatte auch seine Theoretiker. In Preußen war es Julius Stahl, der selbst ein konvertierter Jude gewesen ist, also was unerheblich ist in der damaligen Zeit, galt das Religiöse, die religiöse Unterscheidung. Und nicht das, was später, und ich komme kurz darauf zu sprechen, das Element in Anführungsstrichen der Rasse wurde. Der Staat war christlich. Aber wir erleben, und das hat nichts mit den Juden zu tun, obwohl es mit den Juden bebildert wird. Die Juden werden herangezogen zur Illustration der bürgerlichen Gesellschaft. Dass die bürgerliche Gesellschaft zunehmend den Staat unterminierte. Und alle Fragen, die mit dem Wort die Judenfrage in Anführungsstriche in den 20er, 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gestellt werden und ein gewaltiges Arsenal von politischen Schriften und Gegenschriften hervorrufen, befassen sich mit dem Verhältnis zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Das ist auch die berühmte Schrift von Karl Marx zur Judenfrage in der Auseinandersetzung mit Bruno Bauer, ein Junghegelianer. Aber das nur in Klammern. All das, was diese Debatte im Verhältnis Staat-Gesellschaft anspricht, ist in jener Urszene in Hohenems, der sich zu Purim, zum jüdischen Fasching, verkleidende Jude als Amtsträger eingeschlossen. Und sie führte zu Gewalt. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass hier ganz wichtige Fragen verhandelt wurden, inwieweit das Gemeinwesen, der Staat, sich einer nicht-christlichen Gruppe öffnet. Denn in dem Augenblick, wo sie dann zu Bürgern werden, indem sie keine Christen sind, entchristlicht sich der Staat. Das ist die große Frage, die sich damals in der Emanzipationsfrage stellt. Und das ist der tiefe Sinn
des Hohen Emser Purim-Streits des Jahres 1811. Diese Entwicklung bricht ab, ich will Sie jetzt damit nicht langweilen, sondern auf einige Aspekte noch zu sprechen kommen, um nicht zu lange zu reden. Es bricht ab, recht eigentlich mit dem Wiener Kongress 1814-15 und in dem Deutschen Bund, der dort aus der Taufe gehoben wird, werden Errungenschaften des französischen Code Civil und seine Übernahme in den entsprechenden Territorialherrschaften zurückgenommen. Juden werden zum Beispiel, dürfen Juden kein Grundbesitz oder erworbener Grundbesitz steht in Frage. Die Frage des Grundes ist ganz, ganz wichtig und zum Schluss werde ich noch mal darauf zu sprechen kommen. Sie wissen, ich hatte es angedeutet, Punkt und Fläche. Vor allem in den Hansestädten und in Süddeutschland. Das gilt im Übrigen auch für das preußische Reformedikt von 1812, in dem den Juden viele Rechte gewährt werden. Alles wird zurückgenommen mit dem Jahr 1814, 1815. Die Schritte sind jetzt relativ einfach und schnell zu durchlaufen, die dann kommen. Die erste große Veränderung im Gefolge der Märzrevolution 1848. Hier vor allem, was die oktroyierte Verfassung von 1849 angeht. Keine Gleichstellung der Juden. Es wird zwar davon gesprochen und versprochen, aber nicht realisiert. Erst im Jahre 1867 mit dem Staatsgrundgesetz erlangen die Juden volle Bürgerrechte, die damit in Verbindung stehen, dass sie überall in den cisleitanischen Gebieten der Monarchie ihnen ein Niederlassungsrecht gewährt wird. Das Staatsgrundgesetz ist eine Folge, wir brauchen nur die Zahl zu lesen, 1867. Es war im Dezember 1867, ist das Jahr des Ausgleichs Österreich-Ungarn. Der Ausgleich wiederum eine Folge des preußisch-österreichischen Krieges von 1866. So hängen die Dinge miteinander. Aber mit dem Niederlassungsrecht, also wenn man so will, die letzte aller Freiheiten oder das letzte aller Rechte, ist auch für Hohen Ems, das ja ein Zufluchtsort in jener Zeit gewesen war, nachdem die Juden aus den Städten vertrieben wurden, im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit, und zu Landjuden wurden, werden jetzt die Juden mit dem Niederlassungsrecht wiederum Städter in den großen Städten. Und wir stellen es demografisch fest, die Juden verlassen Hohen Ems. Das ist ein entscheidendes Jahr, das mit der Niederlassungsfreiheit in Verbindung steht. Insofern, wie gesagt, schließt sich ein gewisser Kreis. Aber ich habe nicht, und das ist abschließend, zu dem gesprochen, und das werde ich in aller Vorsicht tun, weil ich weiß, dass dies alles missverstanden werden kann, aber ich riskiere das hier im Hohen Emser geschützten Raum. Ich habe anfangs von dem eigentlichen Thema gesprochen, nämlich das Problem oder die Frage der Gleichheit. Verbesserung, Angleichung, Gleichheiten, Beschränkung der Gleichheit, Rückentwicklung der Gleichheit und so weiter und so fort. Gleichheit heißt immer Gleichheit natürlich vor dem Gesetz. Dass es so etwas gibt wie eine Dialektik der Gleichheit. Und diese Dialektik der Gleichheit ist ein sehr problematischer Zusammenhang. In gewisser Hinsicht, und erlauben Sie mir diese etwas willkürliche und nicht kausal gemeinte Zusammenführung von zwei Ereignissen, dass im Jahre 1879 endlich
die Inkorporierung der jüdischen und der christlichen Gemeinde in Hohenems erfolgt. Also wenn man so will, auch institutionell wird etwas vollzogen, was eigentlich in jenem königlich-bayerischen Edikt ja schon vorgesehen war, aber abgewehrt wurde. Es ist aber auch das Jahr, was einen ganz anderen negativen Zeiterwartungshorizont aufspannt. Im selben Jahr 1879, wie gesagt, keine Kausalität, aber auch kein gänzlicher Zufall. Die Prägung des Wortes, des Begriffes Antisemitismus durch Wilhelm Marr. Zwar in Hamburg, aber nichtdestotrotz, und als Historiker oder wir Historiker wissen, in dem Augenblick, wo ein neues Wort aufscheint, ist es ein Indikator für eine Veränderung, die sich als neu verstehen lässt. Menschen haben keine alten Begriffe mehr für etwas, was ihnen neu erscheint. Der Antisemitismus, unser Begriff, erfolgt in der Zeitalter des Nationalismus, seiner Hochphase, in der Phase der Homogenisierung aller Embleme der Zugehörigkeit. Was macht, weist den Menschen, den Einzelnen aus, zugehörig, dem Kollektiv zugehörig zu sein? Die Differenz ist nicht gelitten. Der Unterschied ist problematisch. Aber die Sache mit den Juden geht noch tiefer, weil sie auch theologische Wurzeln hat, die jetzt rassig übersetzt werden. Das ist neu. Und sogar die soziale Frage wird auf vermeintliche Ursache, nämlich die Juden, zurückgeführt. Der Rest der Geschichte ist weitestgehend bekannt und ich will sie damit nicht weiter traktieren. Ich will damit auch nicht zum Ausdruck bringen, dass das alles zwangsläufig war, was dann passiert ist. In der Vorbereitung im ausgehenden 19. Übergänge im 20. der Zwischenkriegszeit und das Aufkommen des Nationalsozialismus. Letztendlich, wenn man so wollen, auch Auschwitz als Endpunkt. Aber auch hier führen in letzter Hinsicht Spuren nach Hohenems. Und ich meine jetzt nicht, dass die restlichen wenigen Juden von hier vertrieben und eine Person auch nach Auschwitz deportiert wurde von hier. Ich meine so die Nachgeschichte, irgendwie in einer Zwischenzone, in einer Zwischenzeit, dass sich hier in Hohenems auch die Peace Displaced Persons aufgehalten haben, also Personen, die entwurzelt ohne Heimat, ohne Zugehörigkeit waren und als Juden von Orten stammten, die jenseits der sich neu etablierenden Grenzen in Europa befanden. Die DPs wurden, ich glaube, wenige in der französischen, aber in der amerikanischen Zone relativ schnell als Kollektivgruppe anerkannt, die dann nach Amerika, aber in erster Linie nach Palästina, nach Israel auswanderten. Von hier. Nicht nur von hier, aber auch von hier. Das führt uns zurück an den Anfang unserer Ausführungen. Wir erinnern uns an den Schutzbrief aus dem Jahre 1617 und wir erinnern uns an die mittelalterliche Zusage von Schutz und Schirm. Und wir erinnern uns jedenfalls an mein Angebot, das Ganze zu übersetzen in Punkt und Fläche oder in den ungeschützten Punkt und in die machtgestützte Fläche. Denn jetzt, nach 1945, verwandelt sich der ungeschützte Punkt
in eine machtgestützte Fläche. Ob das gut ist oder ob das schlecht ist, das mag die Zukunft beurteilen. Vielen Dank.